Liebe Hörer, in diesen Tagen des Grünens und Blühens freue ich mich auf gar manches, was bald kommen wird. Schon sehe ich an Feldwegen den roten Mohn am Rande von blaugrün aufschießendem Korn. Ich freue mich aber eigentlich in der Sprache meiner Jugendzeit. Ich freue mich auf Feuerblumen und denke dabei an die vielen anderen schönen Namen, die wir den lebendigen Wesen um uns in dieser heimischen Sprache geben und die verkommen, weil andere Wörter aus der Ferne sich vordringen. Auch das sind Wandlungen, an die wir uns zuweilen besinnen sollten. Ich freue mich also auf die Feuerblumen, die den Sommer verkünden, und wenn ich nachsinne, wie es kommt, dass ich um diese Zeit gerade an dieses Feuerrot so besonders oft denken muss, so kommt die Erinnerung an viele Frühsommerzeiten und damit das Wunder vom Bleibenden in all dem Wechsel, von dem wir da immer gesprochen haben. Das Wunder dieses Erinnerns, dieses Bestehen eines Wesens mit lebenlangem Gedächtnis, wie kurz auch ein solches Leben im größeren Zeiträumen sich ausnehmen mag. Und ich denke auch an die Macht der Überlieferung durch Sprache, Schrift und Werk, durch die ein solches Erinnern noch weit über das Dasein des Einzelnen hinaus manchmal Bestand haben kann. Und die Gedanken gehen weit zurück, in die frühesten Jahre. Dort sind sie zum ersten Mal, die roten Feuerblumen, und mit ihnen die Erinnerung an die allerersten Ausflüge in aller Herrgottsfrühe, die wir mit dem Vater im Frühjahr machen durften. Morgengänge, nicht sehr oft, und gerade das machte sie umso freudevoller. Es ging in die langen Erlen und über das Weilerfeld zum Tüllinger Berg, in einer Zeit, wo es bei uns noch keine Reisepässe gab. Wir lebten damals im Grenzland ein wenig wie ohne Grenzen. Damals also glühte das Rot der Feuerblumen zum ersten Mal in meinem Leben im Blaugrün von jungen Kornfeldern, im allerersten Frühlicht des Tages, in der Feuchte des taufrischen Grases, durch das wir mit Wonne schlurfen durften. Das ist das Bleibende. Es mag in der Physik und Chemie der Farbenwelt noch so Erregendes sich ereignen, diese frühe Welt der Sinnenfreude ist in mir am Werk und spielt ihre Bilder herauf und ihre Glücksgefühle. Und dieses Bleibende ist mächtig. Dabei ist doch wahrhaftig die farbige Welt der Blumen und Felder in den Jahren meiner wissenschaftlichen Arbeit in gar viele Gefahrenzonen in den Strudel des Denkens und des Forschens hineingeraten. Denn auch da ist gar vieles im Fluss. Da war doch einstmals der gesicherte Nachweis, der damals alles zu klären schien, dass viele Blumen mit Insekten in einer innigen Beziehung stehen. Und trotzdem mussten nachher jahrelange wissenschaftliche Fäden geführt werden, bis es über jeden Zweifel sicher war, dass in der Welt dieser Blütenbesucher, dieser Insekten, überhaupt Farben gesehen wurden. Ernsthafte Forscher hielten die Insekten lange Zeit für farbenblind. Als ich meine zoologische Arbeit in Basel begann, war eben der Streit in vollem Gange. Die Untersuchungen Karl von Frischs in München haben damals den Farbensinn experimentell nachgewiesen. Seit 1918 sind wesentliche Tatsachen bekannt und die nächsten Jahre haben sie bestätigt. Wer nun aber einfach den Bienen und Faltern unsere eigenen Farben etwa zudachte, der war trotzdem wieder auf dem Holzwege. Denn die frühen Versuche bezeugen bereits, wie verschieden der Lichtsinn der am genauesten geprüften Insekten der Bienen vom unsrigen ist. Schon seit 1924 wissen wir, dass Insekten ultraviolett sehen.
also Licht und Farbe, wo für unser Auge dunkel ist. Aber erst in den letzten Jahrzehnten ist das alles intensiver durchforscht worden. Und wir wissen heute recht viel, zum Beispiel über die Rotblindheit der Bienen oder von der Rolle des Ultraviolets im Blumenleben. Dieses Ultraviolett zwingt uns zu besonderem Umdenken des Vertrauten. Was braucht es zum Beispiel für Vorstellungsübungen, um sich die Märzenglöcklein in unserem Frühlingswald oder die Mattenblümchen statt in strahlendem Weiß in ein zurückhaltendes Blaugrün hinüber zu denken? Und dass wir auch im selben blaugrünen Farbton uns die Blütenpracht unserer weißen Obstbäume vorstellen müssen. Immer vorausgesetzt, dass wir wie Bienen zu sehen versuchen. Und meine geliebten Nachtkerzen, die lichten Schwefelgelben, erscheinen den Bienen in einer Farbe, welche die Forscher heute den Bienenpurpur nennen. Nur die Basis der vier Kronblätter ist für das Bienenauge gelb, ein gelber Wegweiser zum Saft, den die Bienen in der Blüte suchen. Bienenpurpur ist das Übrige. Wir wissen natürlich nicht, was das für eine Farbe ist. Purpur, das schließt für unser eigenes Auge den Farbenkreis als eine Mischung, die an der Farben, Rot und Violett, wie sie an den Enden des physikalischen Farbenbandes stehen. Und ähnlich schließt nun auch für Bienen offenbar eine Mischfarbe das Gelb und Blau zusammen, aber nicht etwa einfach zu Grün. Es ist ja eine der Eigenarten unseres Sehens, dass die Farbenwelt eine Einheit ist und nicht, wie in der physikalischen Strahlenforschung, ein Ausschnitt aus sehr vielen anderen Schwingungsmöglichkeiten. Wir erleben einen Farbenkreis und ähnlich ist auch die Farbenwelt der Insekten zum Kreis geschlossen, nur mit anderen Farben. Die Forschung führt so immer weiter von unserer erlebten Welt hinein in die Eigenwelten der Tiere, in fremde Welten, von denen jede in ihren besonderen Farben erscheint. In Farben, von denen wir zuweilen durch das Experiment eine erste Ahnung erlangen, einen Hinweis aber bloß auf die Richtung, in der wir etwa das Erlebnis suchen dürften. Und selbst dieser Hinweis kann ja nur in unserer Menschensprache erfolgen und vermag uns ja gar nichts über die Art des Erlebens auszusagen. Wenn wir von Vögeln oder Fischen sprechen, da versuchen wir, das Farbensehen in der Art unseres eigenen Erlebens zu deuten, weil die Verwandtschaft der gesamten Organisation zugunsten einer größeren Einheit auch der Sinneserlebnisse spricht. Wie fremd aber die Welten der Tiere für uns sind, das zeigt die Unsicherheit, wenn wir etwa die Augenwelt der Säugetiere beurteilen sollen. Die Augenwelt von Pferd und Hund, die mit uns leben. Trotz vieler Versuche sind die Meinungen geteilt, ob die Majorität der Säugetiere überhaupt Farben so wahrnimmt wie wir. Für Affen gilt es als höchst wahrscheinlich. Ja, manche Biologen sagen, es sei sicher. Auch für ein paar Huftiergruppen scheint ein Farbensinn nicht ausgeschlossen. Bei allen anderen Säugetieren aber ist das Farbensehen äußerst fraglich. Viele Forscher sind sehr energisch der Ansicht, das Fehlen jeglicher Farbenwelt sei für die Nagetiere und für die Raubtiere bewiesen. Der Vergleich des Farbenzaubers, der Erscheinung im Reiche der Vögel, aller der bunten Gefiederfarben, verglichen mit der sehr dürftigen Skala bei Säugern, wird als ein weiteres Zeugnis in dieser Sache bewertet. Wie steht das nun? Versagen hier einfach unsere experimentellen Methoden, weil sie auf einfachste Tierformen abgestimmt sind? Oder werden bei Säugern die Farben überhaupt sehr anders als von uns erlebt? Wir wissen es nicht. Ich spreche aber von diesen Dingen, weil mir das milde, zurückhaltende Blaugrün
unserer Märzenglöcklein ein Gleichnis ist für eine unvermeidliche Wirkung unseres Forschens, für die stetige Entfremdung von unserer Alltagswelt. Da ist um uns rot und grün und gelb und blau und weiß und schwarz. Und wir erfahren durch die Forschung Schritt für Schritt, wie das Ausfallen von Rot oder das Hineinspielen von Ultraviolett die Welt der Tiere verändert. Wie alles, was wir aufgrund unseres eigenen Empfindens sagen, fraglich wird, ja völlig irrig, sobald wir von einer anderen Augenwelt etwas aussagen wollen. Und die kommende Erforschung der Sinnesorgane wird uns immer wieder aufs Neue in solche Situationen bringen. Wir wissen heute, dass viele Krebse und Insekten, darunter winzige Knirpse, mit dem polarisierten Himmelslicht umgehen können, dass sie sich mit der Hilfe dieser ganz besonderen Strahlen im Lichtreich orientieren. Wie sie das machen und in welcher Art hier bewusstes Sinneserleben mitwirkt, das ist uns völlig verschlossen. Das Menschenschicksal ist seltsam. Ebenso viele Schritte des Forschens, die uns tiefer die Gemeinsamkeit mit allem Lebendigen bewusst machen, wie andererseits solche, die unsere Sonderart zum Bewusstsein bringen und die theoretisch ersonnene Weltstruktur immer weiter und weiter von der naiven Alltagserfahrung wegrücken. Solche Entfremdung von unserer naiven Welt ist Schicksal. Sie ist ein Teil eines Geschehens, das in unerhörter Weise in unser Denken eingebrochen ist, seit Kopernikus vor Jahrhunderten die Erde als einen Trabanten der Sonne erkannt und jenes Weltbild begründet hat, das heute das Kopernikanische heißt und die alte Idee des Weltgebäudes des Ptolemäus verdrängt hat. Nun mussten die Menschen lernen, dass dem Augenschein nicht unbedingt vertraut werden könne, dass unser Bild der Wirklichkeit in vielem völlig gegen den Augenschein vom Verstand aufgebaut werden muss. Und seither ist diese Reise immer weiter gegangen. Wir müssen lernen, dass die Festigkeit der Stoffe, mit denen wir bauen, in Wirklichkeit ein vibrierendes Geschehen, ein dynamischer Vorgang ist und gar nicht jene Wirklichkeit von massiver Trägheit harter Massen, wie sie uns die Alltagssinne vorführen. Vorführen, ich sage nicht vortäuschen, denn Härte und Festigkeit ist ja auch etwas Wirkliches, aber wirklich in einer ganz anderen Sphäre als die, welche uns die neue Wendung der Physik und der Chemie erschließt. Nun, diese Entfremdungsprozesse sind in den letzten Jahrzehnten in der physikalischen Denkart und in der Lebensforschung ganz besonders vorangeschritten. Immer stärker werden die Kräfte der inneren Vorstellung durch den Verstand angespannt, um damit gedankliche Raumbilder zu formen, in denen wir uns die Eigenart der Stoffstrukturen, das Spiel der elementaren Materie, die Struktur der Erbanlagen im Zellkern etwa vorzustellen versuchen. Bilder, an denen nun die Experimente der Forscher unablässig herumkorrigieren und umbauen. Und gerade diese Fähigkeit und Bereitschaft zum steten Umbau, zum Preisgeben einer Auffassung, zum Versuch mit einer neuen Ansicht, gerade diese Bereitschaft ist eine der größten Forderungen an den Naturforscher. Längst ist unser Verstand ausgezogen aus den Gefilden der Kindheit. Wer an der Wirklichkeit der erforschten Welt Anteil nehmen will, der muss sich täglich neu auf das Überwinden von Eindrücken einrichten, wie sie uns der Alltag bringt. Man sieht nun recht oft in diesem schicksalhaften Weitergehen der Entfremdung, voller Wehmut, zuweilen auch voll Besorgnis oder Schrecken, das Negative. Man sieht nur dieses Negative besonders stark.
Man bestaunt die Ergebnisse des Forschens, aber man erschrickt sehr oft vor dem Anblick der neuen Entwürfe zu sogenannten Weltbildern und sieht eine frohe und naive Welt verarmen, verkümmern und versinken. Ich teile diese Haltung nicht. Denn die gleiche Naturforschung, welche uns zwingt, rechnend und denkend neue Vorstellungen von Leben und Welt zu bauen, gerade sie macht uns zugleich ein unerhörtes, großes und neues Geschenk. Sie gibt uns den Eigenwert des naiven Lebens als unsere Eigenwelt zurück. Den Eigenwert jener Welt der Farben, der Töne und der Düfte, aus der der forschende Geist längst auszieht in das neue Land der Formeln und Rechnungen. Wir wissen jetzt, dass die sachliche Orientierung in der erweiterten Einsteinschen Welt sich der Farben und der Töne nur mit größter Vorsicht bedienen wird. Dafür wird uns aber die Erlebniswirklichkeit der naiven Welt als unser eigenes Farben- und Tonspiel legitim und ihr Eigenwert für unser Dasein wird aufs Neue deutlich. Das gilt nicht nur für die Farbenwelt. Es muss auch für die ganze ursprüngliche Ansicht gesagt sein, die wir vorhin die Welt des Ptolemäus nannten. Für die ganze Welt des ursprünglichen Erlebens, in der die Sonne im Osten aufgeht, im Westen am Abend versinkt und in der das Himmelsgewölbe für uns das obere Reich darstellt. Das klare Wissen um die Eigenständigkeit unserer Farben schenkt uns auch die Freuden des Spielens mit diesen Qualitäten, jenes Spielens, mit dem die Kunst unser Leben bereichert. Die reine und große Wirklichkeit dieser Wunder der einfachen Welt gilt es uns zu bewahren und die Einsicht in ihren besonderen Sinn im Menschenleben und in die Größe ihrer schöpferischen Macht. Es kommt mir als eine der großen und nicht leicht zu nehmenden Aufgaben der Erziehung vor, dieser Wirklichkeit zu ihrem vollen Recht zu verhelfen, in einer Zeit, die aus vielen gültigen Gründen intensiv die Kenntnis der neuen Welten erstrebt, der fremden Welten, wie sie uns der wissenschaftliche Verstand erschließt. Die Beziehung zum lebendigen Wirken in der Welt der Sinne wird gerade angesichts der großen Aufgaben des rechnenden Verstandes unerhört bedeutsam und verlangt eine kräftige und bewusste Pflege. Wir sind hineingestellt in eine Welt der Technik, in die Welt der sich ablösenden, ja der manchmal sich geradezu jagenden neuen Ansichten über Natur und Mensch. In diesem Wandel aber ist ein großes Bleibendes, auf das unser ganzes unbewusstes Leben gegründet ist. Die Welt, in die wir geboren werden, in der wir den frühen Umgang mit den Dingen lernen, in der auch die träumende Fantasie, die Märchen, die Erfindungen der Dichter daheim sind und ihr volles Lebensrecht haben. In dieser Welt sind die Feuerblumen immer so, wie sie in meiner Erinnerung seit den frühesten Morgengängen im taufrischen Lande jeden Sommer neu glühen. Das ist das Bleibende, wie sehr auch alles fließt. Diesem Rot kann das Wissen nichts anhaben, dass den Bienen meine Feuerblumen in einem unbekannten Ultraviolett erscheinen. Aber dieses Wissen um die geheimnisvolle andere Welt der Insekten bezeugt mir, dass die Feuerblumen dort, wo sie eine nützliche Farbe, eine Rolle haben, jedenfalls nicht im strahlenden Rot leuchten und dass also dieses strahlende Rot für uns als unsere reine Augenweide leuchtend vor uns ist. Wollen wir nicht auch das,
als eine Entdeckung der Wissenschaft lange und umsichtig bedenken. Wir wollen zum Abschied noch einen Augenblick in dieser besonderen Welt der Farben uns ergehen, rückblickend diesmal auf einen winterlichen Gang, wie ihn vielleicht der Skiläufer erlebt, gegen Abend auf der Abfahrt von einer Berghöhe. Die weiten Flächen auf und abwärts waren beschneit, die Heide von Schnee bedeckt, alle zerstreut stehenden Bäume und vorragenden Klippen, auch alle Baum- und Felsenmassen völlig bereift, und die Sonne senkte sich eben, waren den Tag über bei dem gelblichen Ton des Schnees schon leise violette Schatten bemerklich gewesen, so musste man sie nun für hochblau ansprechen, als ein gesteigertes Gelb von den beleuchteten Teilen widerschien. Als aber die Sonne sich endlich ihrem Niedergang näherte und ihr durch die stärkeren Dünste höchst gemäßigter Strahl die ganze mich umgebende Welt mit der schönsten Purpurfarbe überzog, da verwandelte sich die Schattenfarbe in ein Grün, das nach seiner Klarheit einem Meergrün, nach seiner Schönheit einem Smaragdgrün verglichen werden konnte. Die Erscheinung ward immer lebhafter. Man glaubte sich in einer Feenwelt zu befinden, denn alles hatte sich in die zwei lebhaften und so schön übereinstimmenden Farben gekleidet, bis endlich mit dem Sonnenuntergang die Prachtserscheinung sich in eine graue Dämmerung und nach in eine mond- und sternenhelle Nacht verlor. Dieser Bericht ist nicht nach einer Skitour geschrieben. Seit 1810 ist er zu lesen und er stammt von Goethe. Und ich denke, dass viele der großen Entdeckungen der Maler im 19. Jahrhundert hier 60 oder 70 Jahre früher bereits vorweggenommen sind. Das Geschenk der Freude der Sinne, das erscheint hier in seiner Zeitlosigkeit und zugleich in unseren Tagen so zeitgemäß wie möglich. Das Fließen der Meinungen und Erfahrungen über die Welt des Lichtes steht nicht im Widerspruch zum Stetigen und Bleibenden unseres Erlebens von Licht und Farben. Und so sollte es eigentlich mit all dem Vertrauten und dem Lieben und Nahen in der Welt unseres Alltags sein. Liebe Hörer, wir sind in diesem Augenblick vereint durch ein Instrument, das seinen Ausbau einer neuen Weltsicht und der intensivsten Arbeit des forschenden Verstandes verdankt. Und durch dieses Instrument des rechnenden Verstandes träume ich da mit Ihnen von Blumenfarben und von der Zauberwelt des Abendrots im Schnee. Eines Abendrots, das einmal vor mehr als 150 Jahren einen der größten Dichter begeistert hat und das heute so gegenwärtig ist, dass es im eben vergangenen Winter im Jura hätte erstrahlen können. Wollen wir das nicht auch als ein Zeichen des Versöhnenden nehmen und uns zum Abschied für diesmal vornehmen, überall, wo es dem Einzelnen von uns gegeben ist, mitzuformen an einer sinnvollen Einheit der zwei so verschiedenen Welten des Verstehens und des sinnenmächtigen Erlebens. Es wäre schön zu denken, dass unsere Umschau über ein paar Jahrzehnte biologischer Arbeit an einem solchen Ziel mitarbeiten könnte.